Das habe ich schon fast verdrängt, muss ich sagen, weil das ein Horrorerlebnis war. Wie es, glaube ich, natürlich auch schon andere Spieler hatten, dass ich in der Aktion merke, dass ich irgendwie ein bisschen auf der Wade bin. Aber schon wusste, das ist nicht schlimm. Und als das Spiel unterbrochen war und ich merke, dass er das checkt, mir wirklich 1000 Gedanken durch den Kopf gehen. Wenn man dich beobachtet, bist du so jemand, der eigentlich immer 100% gibt. Also der im Prinzip schon beim Aufwärmen richtig heiß ist. Also bei dir gibt es, glaube ich, so ganz oder gar nicht, ne? Beziehungsweise nur ganz, oder? Ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, das geht ja vielen Leistungssportlern so. Ich kann sehr schlecht verlieren. Das fängt dann beim Aufwärmen, beim Hütchenspielen vielleicht an. Geht natürlich dann in die Turnierform oder in die 11 gegen 11 Sachen. Das heißt, genau, selbst wenn man mal irgendwie schwieriger in der Trainingszeit reinkommt, bin ich relativ zügig dann dabei, dass es mich dann packt, dass ich mit meiner Mannschaft das Spiel gewinnen will. Und deswegen genau, bin ich da schon immer sehr engagiert dabei. Wer dich so auch in den Spielen sieht, der merkt auch, du bist klar ein erfahrener Spieler jetzt mit deinen 32 Jahren, aber ich glaube auch von deinem Naturell so einer, der vorangeht, ne? Ja, ich glaube, das hat sich jetzt dann auch in den Jahren so ein bisschen so entwickelt, die Rollen, die man so in der Mannschaft, in den Mannschaften hatte. Und ja, also generell von meinem Naturell mag ich das, bin ich auch der Typ für, und wenn man dann auch merkt, dass die vielleicht die jüngeren Spieler darauf ein bisschen achten, auch ein bisschen darauf hören, was man sagt, dann macht man das auch ziemlich gern. Wir haben dich in der Langzeitdokumentation Schalke 04 zurück zum Wir begleitet, ein Jahr im Aufstiegsjahr, und da haben wir auch Einblicke in die Kabine. Und da hat man auch gesehen, was du für ein emotionaler Typ bist, dass da auch mal, ehrlich gesagt, auch mal ein Schuh fliegt, wenn du sauer bist, dass du aber auch, und das fand ich halt unglaublich faszinierend, obwohl du, natürlich, du hast dein Standing, aber du bist kein Kapitän, aber du ergreifst ganz oft das Wort. Ja, da ist ein Simon Terodde, da ist der Trainer, da ist ein Azar, da ist ein Bujo, da ist Danny Latza, und du ergreifst das Wort und sagst, ey Jungs, so geht das aber nicht. Jungs, wir müssen das anders machen. Ist das so dein Charakter? Machst du dir da Gedanken drüber? Möchtest du das oder kommt das aus dir raus? Willst du da auch was setzen? Naja, das Gute ist ja, glaube ich, dass in der Doku nicht alles zu sehen ist. Also wenn mal ein Schuh fliegt, ein Trikot fliegt. Also ich glaube, dass man da ja relativ wenig von mir gesehen hat. Was du gerade beschreibst, wenn man halt jedes Spiel, jede Minute da ist, dann glaube ich, genau, hat man da nochmal einen anderen Eindruck. In der Doku ist das ja immer alles sehr verkürzt, sage ich mal. Obwohl es unfassbar schöne Einblicke sind. Ich habe mir die Doku ja auch super gerne angeschaut. Aber deswegen hast du schon recht. Ich plane das nicht. Das ist, wie gesagt, auch der Emotion geschuldet. Aber ich würde mir halt eben dann auch zu, oder ich würde mir auf jeden Fall auch zurechnen, glaube ich, sagt man ja dann, dass man einfach dann in dieser Situation, wo viele vielleicht mit sich selber beschäftigt sind und ich natürlich auf dem Platz im Zentrum vielleicht ein paar Sachen mehr sehe, einfach Sachen anspreche, was wir besser machen können. Und da geht es nicht darum, da irgendeinen Platz zu machen, sondern einfach, dass man halt noch die Hälfte der Spielzeit Zeit hat, das Spiel zu drehen, das Spiel zu halten, das Spiel zu verbessern. Und klar, danach kehrt dann auch immer Ruhe ein, der Trainer kommt, sagt, was wir besser zu machen haben. Aber es geht eigentlich so darum, dass es da schon zwei, drei Leute geben sollte in der Mannschaft, die da halt eigentlich auch was sagen müssen, weil wenn du da nur rumsitzt und keiner sagt was, dann hast du ja irgendwie das Gefühl, ja, man ergibt sich vielleicht seinem Schicksal oder irgendwie alles. Wenn man 3-0 führt, dann denkt man, ja gut, das schaukeln wir jetzt schon. Ich finde, dass es da wichtig ist, auch in der Pause Verbesserungsmöglichkeiten zu sagen, auch die Spannung hochzuhalten. Und da muss für geredet werden. Bist du froh, dass es das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal als filmisches Porträt gibt? Denn der Fußball ist ja wirklich so schnelllebig. Im Prinzip hast du Aufstieg, dann bist du kurz im Urlaub und dann geht die Saison ja schon sofort wieder los und alles ist auf Null. Total. Also ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, wo wir dann, es ist ja auch eigentlich alles so verrückt gewesen. Ja? Man geht in den Spieltag rein, guckt im Hotel abends zusammen das Düsseldorf gegen Darmstadt-Spiel. Durch diese, ich glaube dann sogar Niederlage, war es ja klar, wir haben einen Matchball. Das war ja, wo du am Freitag zum Training gekommen bist, war das ja gar nicht klar. Da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und dann hast du das 20-30-Spiel zu Hause vor voller Hütte und kannst den Aufstieg klar machen. Und der Tag wird lang, ne? Also ich muss für mich jetzt als Mitarbeiter sagen, du wirst morgens um 7 Uhr wach. Wie gesagt, du hast abends vorher Düsseldorf gegen Darmstadt geguckt und denkst so, verdammt, du spielst immer um 13:30 Uhr, heute ist es 20:30 Uhr und du willst eigentlich nur vorspulen, ne? Das stimmt, wobei ich aber sagen muss, ich liebe Abendspiele und wenn natürlich so ein Knistern dann da ist und dann auch du weißt, dass der ganze Fokus
Fokus nur auf dir liegt, dass es ein Einzelspiel ist, dass keiner parallel spielt, auch nicht in der Bundesliga, muss ich sagen, finde ich ziemlich geil. Und gut, jeder kennt den Spielverlauf. Das ist natürlich dann so, also das kannst du dir ja nicht besser ausdenken. Du spielst eigentlich gut. Also ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, weil ich hatte ganz, ganz viele Freunde, Familie im Stadion, die auf verschiedenen Plätzen gesessen haben und alle gesagt haben, sie haben die zweite Halbzeit auch auf Sitzplätzen durchgestanden. Und ich finde, das hat man auch gespürt. Also es war so, auch in der Halbzeit, das hat ja auch der Simon gesagt, die hätte man eigentlich fast in der Doku 15 Minuten zeigen müssen, weil da sind so geile Sachen gesagt worden, die man eben nicht sieht, weil man halt im Endeffekt nur ein paar Sachen zeigt. Kann. Und wir da wirklich standen und gesagt haben, hey, heute ist es soweit. Wir haben nicht schlecht gespielt und wir drehen das heute vor den eigenen Fans. Und dann gehst du raus, machst in der 46. Sofort ein Tor und alle, kriege ich wirklich Gänsehaut, und alle spüren auf dem Platz, ja, das stimmt, was wir gerade gesagt haben, das klappt. Und da muss ich sagen, als ich dann am nächsten Tag so im Bett lag und wir hatten ja eigentlich Training, ja, also durch den Sieg und den Aufstieg und diesen Rausch, den man so erlebt hat, bin ich dann irgendwann, ich weiß ja nicht, zu Hause war, nach dem blauen Salon waren wir noch ein bisschen ja auch mit der ganzen Mannschaft. Bist du wach geworden? Hast du dann mich aufgewacht und gesagt, eigentlich müsste ich jetzt zum Training. Eigentlich die nächste unfassbar nervenaufreibende Woche beginnen, ne? Und du musst in Nürnberg noch gewinnen, um aufzusteigen. Und du liegst einfach und du hast es einfach geschafft. Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, boah, schön, dass dieses Happy End, wie man es dann am Ende ja sagen muss, weil wir ja wirklich am 25. Spieltag im Rücken zur Wand dann auch standen, als Bojo übernommen hat, dass das festgehalten ist, weil du es dir am Ende des Tages nicht hättest besser ausdenken können. Wir kommen zu unseren Insta-Fragen. Wir haben am Montag in unserer Story zu Fragen an dich aufgerufen. Da kam einiges rein. Maike hat geschrieben, das ist jetzt zwar keine Frage, aber ich lese einfach mal vor, weil ich teile die Meinung. Domme, schieß bitte ein Tor für mich in Leverkusen. Den Wunsch, den habe ich auch. Aber nun zu den Fragen. Die erste kommt von Jano und die finde ich ehrlicherweise auch ganz spannend. Was hast du am ersten Spieltag gedacht, als der Schiedsrichter dir in Köln die rote Karte gezeigt hat? Boah, das habe ich schon fast verdrängt, muss ich sagen, weil das ein Horrorerlebnis war. Wie es, glaube ich, natürlich auch schon andere Spieler hatten, dass ich in der Aktion merke, dass ich irgendwie ein bisschen auf der Wade bin. Aber schon wusste, das ist nicht schlimm. Und als das Spiel unterbrochen war und ich merke, dass er das checkt, mir wirklich 1000 Gedanken durch den Kopf gehen und ich dann auch zu ihm hin bin und gefragt habe, checkst du meine Situation? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich war auf der Wade, aber guck dir bitte die Dynamik an. Guck jetzt gleich kein Standbild, die bitte. Die Realgeschwindigkeit muss man sehen, ne? Und ja, mache ich. Und da muss ich natürlich sagen, als er dann rausgeht, ich gucke ja viel Fußball und ich glaube, wir alle wissen dann, wenn er rausgeht, dann ist es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, wird er sich korrigieren, weil ne, der VAR sagt, das ist so gravierend, guck's dir an. Dann habe ich natürlich schon gehofft, dass es eben diese Dynamik ist, wo man sagt, vielleicht auch als Schiedsrichter, nein, ich bleibe dabei, ich habe es in realer Geschwindigkeit nicht mal ermahnt, nicht mal bei einer gelben Karte, nicht mal ermahnt. Das kann von nicht ermahnen nicht auf Rot gehen. Und ja, es waren ganz schreckliche Sekunden, das bin ich ganz ehrlich, weil ich dann natürlich auch in der Flucht stehen geblieben bin, sehe, wie er sich umdreht, noch kurz hoffe, dass er eben nicht die Pfeife in den Mund nimmt, weil wenn er natürlich nicht korrigiert, pfeift er nicht. Und als er gepfiffen hat und rübergelaufen kommt, war ganz schlimm, sage ich ganz ehrlich. Das war wirklich das sind diese Momente, die man als Fußballer wirklich, wo man die Vorspultaste drücken möchte. Ich habe 1000 Gedanken im Kopf und musste mich auch zusammenreißen, dass ich nicht irgendeine Scheibe kaputt trete. Beim Verlassen des Spielfeldes dann unten in den Katakomben. Ich kann gar nicht genau sagen, was ich gefühlt habe. Das sind so Momente, die sind ganz, ganz, ganz. Die bleiben auch und da hat man auch echt ein bisschen dran zu knabbern. Ich muss dich mal auf die Waden ansprechen. Kriegst du dafür ein paar Sprüche? Ich habe sie wirklich versucht, in meinen 14 Profijahren aufs Maximum auszubauen. Ist mir, glaube ich, auch gelungen. Leider nicht mit gutem Erfolg. Ich bin eher so der Marathonläufer von den Waden. Muss aber gestehen, dass mittlerweile auch, glaube ich, ein paar andere in der Kabine nicht so große Waden haben, dass ich da, glaube ich, verschont bleibe. Aber im Laufe meiner Karriere habe ich da auf jeden Fall schon mal ein paar Sprüche bekommen.